Okay, hello, it's the Martian, Space Jam Jardins. I want this shit forever. Wake up and smell the garden, fresher than the harvest. Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Fallout 4. Guck mal, vielleicht haben wir ja heute ein neues Video. Das wir noch nicht gesehen haben. Und es kam gar keins. Naja, schade. Gut, dann laden wir. Wir waren hier, wo letztes Mal alles angefangen hat zu laggen aus irgendeinem Grund und ich weiß nicht wieso. Ich weiß es nicht. So. Laden wir das. Ja, das da. Bestätigen. Ich weiß es nicht, wieso auch immer. Und ich habe eigentlich gehofft, es kommt so ein schönes Video von wegen Special. Heute kommt Stärke oder sowas. Naja, versuchen wir das nächste Mal, wenn ich das starte. Kam heute nicht aus irgendeinem Grund. Ah, mit Hilfe einer Laborstation kannst du nützliche Gems und Medikamente herstellen. Also Drogen, würde ich sagen. Also Drogen und Medikamente herstellen. FBU-Katalog Nummer 51. Wenn du eine neue Quest erhältst, wird diese erst aktiv, wenn keine anderen mehr aktiv sind. In der Quest-Übersicht der Boys siehst du, welche Quests gerade aktiv sind. Da wir momentan nur eine Quest besitzen, ist das für uns noch irrelevant. Aber danke für den Tipp. Obwohl man sich leicht mit Zombies verwechseln könnte, sind wilde Ghule keine Zombies oder sowas. Oder Hund. Da sind wir ja auch schon wieder mittendrin in Fallout 4. Wir haben jetzt zwar noch das hier geöffnet. Ich möchte irgendwie ein bisschen leiser noch vielleicht. So, ist wunderbar. So. Wir haben Schüsse gehört. Gehen mal Richtung Schüsse. Oder gehen wir nochmal hier lang? Oh, das ist was. Machen wir jetzt schon wieder lang? Hab ich keinen Lust. Hier ist was, da kommen wir rein. Da kommen wir mal rein. Da und. Ah, ist da was? Ja. Hier ist aber nichts. Mehr. Hier ist noch ein Haus. Und da ist auch ein Gegner. Danke für deine Sache. Schrott. Er ist hier auch nicht. Ja, wir hatten jetzt mal noch
Wo wäre noch? Kommst du auch noch? Nein, das ist was Gutes auf. Geht's zu Screen, glaube ich. Warte da! Naja, auch und danke, dass du da jetzt wartest. Hey! Komm schon! Ist nichts. Da ist hier gar nichts. So, und dann gehen wir doch auch gleich mal da rein, würde ich sagen. Obwohl das noch ein Haus, da waren wir noch nicht drin. Oh, wir sind aber schon wieder. Nee, doch nicht. Ich glaube, ich kann auch sprinten. Oh, die Arme. Der Priester. Oh, ja. Zusammengebrochen. Waffe. Hier drüben. Komm her. Hier, geht dorthin. Hey. Hier bekomme ich so nicht auf. Wollen wir ja nicht. Wenn ich hier sterbe, nicht runterfallen. Ja, zum Glück nicht. Ist der Hund jetzt? Also, und komm doch. Ich muss immer zum Arm. So, dann gehen wir doch jetzt da auch mal rein. Verspeichern wir nochmal. Achso, und vorher ich auch noch mal Inventar Waffen. Pro Tierschaden mit 308er Munition. Auch 308er Munition. Ich möchte die Lasermuskete. Wo steht denn Lasermuskete? Laser muss ich jetzt da. Möchte ich auch nehmen. Auf 6 haben. Auf 9, auf 7. So. Aufladen. Und dann gehen wir jetzt hier rein. Level 4. Findest du, es war ein großer Fehler? Was ist denn?
Oh mein. Keller, gehen wir mal gleich erst rein. Oben. Laden oder sowas. Wenn ich diese Zahnbürste benutzen würde. Wie haben wir denn an Zeug? Wir können auch was tragen. Oder gut, können wir jetzt auch was tragen. Alles mitnehmen. Hier ist mein Krieg. Dieses Wandgemälde erinnert an die vielen Opfer und tapferen Männer und Frauen der US-Streitkräfte von Lexington Concord bis zur Küste Aramas, Iwomas, Iras, von Meritocolities bis zur Archor Front. Haben Amerikaner im Laufe der Zeiten für die Freiheit unserer Nation gekämpft und ihre Leben gegeben. Möge uns ihre Opfer daran erinnern, dass Freiheit ein Privileg vieler ist, so, das von einigen wenigen gewonnen wurde. Ja, ja. Halt von der Unmöglichkeitsschlacht wahrscheinlich über den Ersten und Zweiten Weltkrieg bis die Zukunft hier. Also auf Mond gekämpft. Come on, you Mixer!
muss ich da gleich rein, aber vorher gucken wir es mal um. Haben wir jetzt alles hier gefunden? Nein, haben wir nicht. Haben wir gar nicht so, aber jetzt. Mann, ich weiß nicht, wer du bist, aber dein Timing ist perfekt. Preston Garvey von den Minutemen des Commonwealth. Was ist ein Minuteman? Minuteman? Reise ich jetzt etwa zurück in der Zeit? Die Menschen innerhalb einer Minute zu beschützen. Das war die Idee. Also habe ich mich ihnen angeschlossen, um was zu bewegen. Aber alles fiel auseinander. Jetzt bin ich anscheinend der letzte noch lebende Minuteman. Erzähl weiter. Bitte, erzähl weiter. Vor einem Monat waren wir 20. Gestern 8. Heute sind wir 5. Zuerst die Bulle in Lexington. Und jetzt diese Scheiße. Ghoul? Was sind Ghoul? Wow, verdammt. Du bist wirklich nicht aus der Gegend, was? Ghoul sind verstrahlte Menschen. Die meisten sind wie du und ich. Sie sehen heftig aus und leben lang. Aber sind trotzdem Menschen. Die, von denen ich rede, sind anders. Die Strahlung hat ihre Gehirne verfaulen lassen. Sie wild gemacht. Sie reißen dich in Stücke, sobald sie dich sehen. Naja, wir dachten, Concord wäre ein sicherer Ort. Die Raider sind der Gegenbeweis. Aber... wir haben eine Idee. Dann lass mal hören. Sturges, sag sie. Auf dem Dach ist ein abgestürzter Vertibird. Alt, Vorkriegszeit. Hast du vielleicht schon gesehen? Sieht aus, als hätte einer der Passagiere was richtig Tolles zurückgelassen. Eine komplette, unbenutzte T-45-Power-Rüstung fürs Militär. Gefällt mir. Ja, dachte ich mir doch. Schutz mit einem kleinen Extra. Mit dem Anzug kannst du die Minigun direkt vom Vertibird reißen. Dann bekommen die Raider eine Expressfahrkarte in die Hölle. Was meinst du? Und ich kann die Minigun benutzen wie ein Gewehr? Warum nicht? Die hat einen manuellen Abzug. Ziel einfach auf die Bösen und lass sie im Kugelhagel sterben. Und die Rüstung? Die hat keinen Saft, wahrscheinlich schon seit 100 Jahren. Die kann mit Energie versorgt werden, aber wir stecken fest. Also, wie sieht die Lösung aus? Du brauchst einen alten Vorkriegs-FK, einen Standard-Fusionskern, eine hochwertige, langlebige Atombatterie. Wurde damals vom Militär und einigen Firmen verwendet. Und aber wir kommen an eine Ding ran. Es ist im Keller, weggesperrt hinter einem Sicherheitsturm. Also... ich repariere es an. Bastel rum. Das Umgehen von Sicherheitsmaßnahmen ist nicht mein Mädchen. Du könntest es probieren. Wonach sucht ihr nochmal? Nach einem Fusionskern. Ist so eine Art coole Batterie. Damit haben sie früher hier im Museum die Ausstellung mit Strom versorgt. Es gibt einen im Keller, hinter einem Sicherheitstor. Du musst das Schloss knacken oder den Computer hacken, um es zu öffnen. So. Habe ich schon. Vielleicht nein. Ich weiß nicht. Mal sehen. Tja, das ist kein Nein. Also, erreich den Fusionskern, steck ihn in die Powerrüstung und schnapp den die Minigun. Zum Mund gar nicht. Dann sehen die Raider... gut, werde ich jetzt mal machen. Bevor ich das mache, sage ich aber an dieser Stelle schon mal... es tut mir leid, dass es nur 20 Minuten sind, aber ich muss jetzt aufhören. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!